Willkommen zurück bei Pokémon. Ihr seht jetzt, alle unsere Pokémon haben jetzt Level 75. Ich zeig's euch schnell. Attacken haben sie keine neue gelernt. Frisore Level 75, Attacke 203. Der Rest ist eher unwichtig. Attacken sind immer noch, wie gesagt, dasselbe. Ich zeige euch jetzt nur die Werte und das Level. Smogmog, also Level 75. 259 KP und 253 Defense, ziemlich gut. Dann haben wir hier Rex. Angriff ist ziemlich hoch, Geschwindigkeit auch. KP passen auch super. Auch Level 75. Simsala hat hohe hat einen hohen Initiative und einen hohen Spezialwert. KP sind dafür eher weniger gut, aber es kann ja Geduld dafür, Genesung dafür. Ja, Protect, unser Verteidigungsmaster mit 311 Verteidigung. Boah, aber leider nur 200 festen KP. Und hier haben Albini Junior unseren Angreifer mit 254 Angriff. Und ja, auf Level 75. So, ich möchte zunächst erstmal Genesung, Quatsch, nicht Genesung, sondern Geowurf abholen. Dafür muss ich schauen, was für eine TM das ist und ich muss mal kurz im Wiki nachschauen. Ich stopp das dafür. Ganz kurz, Moment. Okay, TM 19 ist Geowurf. Nehmen wir sie mal schnell mit. TM 19 ist das da. Nein, nicht das, sondern so, passt. Okay, TM 19, erstmal ein bisschen Item-Verwaltung hier an, für den Anfang des Parts. Dragon kann kein Geowurf. Rauran kann ja gar nichts, nicht einmal Erdbeben. Und warum lege ich jetzt vorhin Stärke ab? Vorhin Stärke braucht man doch jetzt. Heißt, egal, komm, ich lage jetzt die ganzen Themes rein. Fürs erste, inklusive die Map. Oh Mann, wir haben so gute ITMs, aber wir können sie nicht verwenden, weil habe ich die Pokéflöte gelagert. Wir haben so gute TMs, aber wir können sie nicht verwenden, weil unsere Pokémon die TMs nicht können. Leider. So ein Mist aber auch. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf, naja. Okay, was brauchen wir denn? Wir müssen ja jetzt da durch die Siegestraße, beziehungsweise durch die, durch den Seeschaum, durch die Seeschauminseln durch. HM3. Das ist Surfer, haben wir schon. HM1 braucht man nicht. HM4 braucht man auf jeden Fall. Vielleicht kann... Es kann ja sein, dass wir hier drin Arktos finden. Das heißt, ich nehme den Meisterball mal mit. Ich frage mich, wo es Mewtwo in diesem... Hack gibt. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben immer noch unser Bike-Gutschein. Wir kommen einfach nicht dazu, den einzulösen. So, ich könnte jetzt auch noch so fies sein und die ganzen Themen noch sortieren, aber das will ich euch jetzt nicht antun. So, okay. Jetzt brauchen wir ein Pokémon, das Stärke kann. Ich möchte meinem Team ungern eine Stärke beibringen. Ich bringe da stattdessen ein anderes Pokémon bei. Welches Pokémon brauchen wir denn nicht? Momentan. Ich lasse mal Frisäure da. Und ich nehme... boah, Spoilgun hat Level 45. Ich schaue es mir schnell an. Psystrahl, Genesung, Agilität und Tripletikanz. Okay. Kann Kokowai Stärke? Ich glaube nicht. Kikli kann Stärke. Also wenn Kikli keine Stärke kann, dann glaube ich an gar nichts mehr. Dann ist es ein Schwickli. Nicht witzig. So. So, das haben wir alles. Jetzt können wir uns auf dem Weg durch die Seeschauminsel machen. Ich hätte vielleicht wieder mal was trinken sollen, bevor ich angefangen habe, den Part aufzunehmen. Naja, das kann man jetzt auch nichts ändern. Also gut, surfen wir hier einfach mal und zwar Protect die Surfer. So.
Okay, jetzt müssen wir hier in die Höhle rein. Die Höhle ist ja wieder wie den normalen Seeschauminseln. Und zwar ist es ganz normal. Hier ist ein Felsen und wir brauchen hier Stärke, um da durchzukommen. So, dann hau ich mal diesen Felsen da weg, weil ich so stark bin. Runter mit dir! Oh nein, was taucht denn hier jetzt auf? Ich hätte einen Schutzsack kaufen sollen. Yugong Level 60. Du bist doch kein Gegner für uns. Vielleicht im letzten Part, aber jetzt nicht mehr. Und was kommt jetzt? Also ich werde hier Rosana interessant. Das ist ja interesting. Rosana ist very interesting. Tschüss. Okay. Ach komm! Nerv nicht! Simon! Ich glaube, ich spiele jetzt ein bisschen. Die Kämpfe will hier, glaube ich, niemand sehen. Wir wollen hier schnell durch. Wir kennen ja schon die Seeschauminseln aus dem Original. Und trainieren müssen wir eigentlich auch nicht. Wir haben ja schon trainiert. So, dann hier durch. Ach komm. Tschüss. Gehen wir zuerst hier durch. Ich habe das ja schon mehrmals gemacht. So, können wir da hoch wieder? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir fallen dann gleich ins andere Loch, damit wir das schon mal weg haben. Müssen wir da durch? Ach komm, nerv nicht! Ich will jetzt ohne große Pokémon-Kämpfe da durchgehen. Schnauze! Keinen Bock zu kämpfen. So, hier. Stärke. Schnauze! Scheiß Slowbro. Er ist nicht mein Bro. Warum wähle ich jetzt Kiffer an? Das da brauche ich. So. Und jetzt beim anderen auch. Schnauze, Yugong! Scheiß Nervensägen. Ich hab doch keinen Bock zu kämpfen. So, hoffentlich laufe ich richtig. Ich kenne mich in den Seeschauminseln nicht hundertprozentig richtig aus. Aber es scheint schon. Ah, ich bin falsch. Egal, komm, fallen wir da erstmal durch. Das ist Phase Nummer 1. Die Strömung reißt uns mit und hier finden wir einen Hyper-Ball. Okay, jetzt müssen wir nochmal surfen. Hier Protect the Surf. Okay, Schnauze! Ja, hier sind wir richtig, genau. So, dann hier Stärke und runter mit dem Fels. Und jetzt ist die Strömung blockiert, jetzt kommen wir hier überall hin. Ich gehe jetzt mal dort lang. Da sind noch ein paar Felsen, die wir bewegen können. Na, wo ist unser Nocturne? Hier. Eins und zwei. Zack. Zack. Okay, jetzt vorsichtig. Ein falsches Gehen und wir müssen den ganzen Sport normal machen. Schnauze! Scheiße, Wasser-Pokémon hier. Ich hasse Wasser-Pokémon. Dieses hässliche Pack. Okay, ist hier Arktos? Ja. Also, hallo. Ach, ich wollte Hallo zum Arktos sagen. Scheiß Yugong. Hallo Arktos. Na, was geht? Welches Level hast du? Du hast Level 50. Ganz normal eigentlich, ne? Ich hab nicht so die Lust, es zu fangen. Das heißt, ich werde es besiegen. Wir haben es ja schon im Gelb Let's Play gefangen. So, wir hätten es auch fangen können, aber egal, komm, scheiß drauf. Das ist ja nur ein Heck. Nur ein Heck. So, Surfer.
Okay, jetzt verlassen wir die Xingsham-Inseln. Gott verdammt. So, hier ist der Ausgang. Ja, für das, was ich gesagt habe, ich kenne mich hier nicht gut aus, kenne ich mich hier doch ganz gut aus. Naja, okay, hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang! Schau zu Stami. Oh je, wo sind wir denn jetzt? Schnauze! Okay, hier speed ich jetzt nicht mehr. Es ist ein Mondstein. Na toll. Ach, hier geht's nach unten. Und was ist das jetzt für ein Pokémon? Galoppa. Achso, das sind dieselben, die wir beim Trainieren gefunden haben. Das heißt, ich werde hier speeden wieder, damit die hier schnell durch sind. Ich glaube, diese wilden Pokémon-Begegnungen will hier keiner sehen. Außerdem habe ich hier eh schon getrainiert. Schnauze, Rasaf. Oh je, wir sind fast da. Wir sind fast da. Hier sind wir nicht richtig. Hier sind wir richtig. KP Plus. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt da bei der Route, wo es zum Satania-Wald vorbeigeht. Wenn man da aus dem Mondtunnel kommt, aus dem Diktatunnel. Schnauze! Scheiß Nervensägen, hört auf mich zu nerven! Scheiße, was soll denn das jetzt? Los, ich muss zurück. Ich mach das jetzt ganz schnell und lautlos. Schnauze, 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 Schnauze. Wie fies, dass man da jetzt schon wieder Zerschneider braucht. Schnauze, Schnauze. Shut up. Das gibt's doch nicht. Das ist doch so fies gelegt, sowas. Gott, verdammt. Wieder ein Minus an diesem Hack. Naja. So, jetzt hole ich schon den Pokémon, das zerschneiden kann. Leg mal schnell Alduin ab. Und nehmen schnell. Jetzt Pokémon kann zerschneiden. Beedle. Okay, jetzt gehen wir nochmal mit Speed da durch. Auch wenn ich jetzt nicht gerne speeden tue, aber naja. Das geht mir halt auf den Senkel sowas. So, ein unnötiger Scheiß da. Schnauze. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Schnauze, 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 lass mich in Ruhe. Nein, scheiß Jugong. Ich hasse Jugong ab sofort. Nein, jetzt laufe ich auch noch falsch. Jetzt hasse ich mich selber. So, jetzt. Wie, du lässt mich fliehen? Bist du lebensmüde? Schnauze, Rizoros. Du scheiß Rhinoceros. Lass mich fliehen, ich muss hier durch. Ich muss hier durch, ich muss hier die Top 4 besiegen. Und kann meine Zeit jetzt nicht mit euch vertrödeln. So. Zerschneide und gut ist. Und hier ist ein Shop. Aha, aha. Nur ein Shop oder ist das sonst noch nichts mehr? Ich schaue schnell rein. Nein, der, naja, help you, ja. Boah, wir haben ganz schön viel Geld. Was kann man sich da kaufen? Was kann man sich da kaufen? Was kann man sich da kaufen? TM23, was ist das? Ich schaue es mir schnell an, was ist TM23? Überstrahl, Überstrahl, Überstrahl. Bitte lass es Überstrahl sein. Überstrahl. Es ist Drachenwut. Kann man doch Hyperstrahl kaufen? Hm, vielleicht kann man Hyperstrahl in der anderen Stadt kaufen. Naja, egal. So, hier ist eine neue Route. Die führt direkt zur Top 4. Oh mein Gott! Die kenne ich doch. Oh mein Gott! Die Liga.
einen wildesten Tag, Level 45, toll. Ich habe jetzt gerade gespeedet, aus Angewohnheit gerade eben. Sollte ich lassen. Oh, Quabo. Nicht schlecht. Quabo, Quabo. Boah. Oh je, oh je. Hoffentlich macht sie uns nicht allzu viel Schaden, die Jessie. Schnauze, ich laufe hier einen Schritt und dann kommt schon wieder ein neues. Ja, genau, gleich. Ich habe jetzt so einen Wutanfall-Dings da Symbol dran wie Rasaf hier. So wütend bin ich, dass die Pokémon da auftauchen. Okay, Jessie. Time for a battle. Hallo. Oh, I see you once to got to the Pokémon Beach. As well. Let me tell you, the route of the Elite Four is filled with great trainers and strong Pokémon. I'm looking for strong Pokémon myself. Achso, du willst gar nicht kämpfen. Na gut. Volona, sehr edel und majestätisch. Okay, flieh. Die Jessie will wohl nicht kämpfen. Die hat Angst vor uns, weil wir zu starke Pokémon haben. Tentara, warum gibt's hier Tentara? Und das auf so einem niedrigen Level. Verstehe ich nicht, naja. Ich hätte echt einen Schutz kaufen sollen. Mein Gott, ist das nervig. Tschüss. Ich speede jetzt, ist mir egal. Ich speede jetzt, ich will das jetzt überspringen. Drecks-Pokémon. Ja, Top 4, in die Pokémon-Liga. Oh, that is the Bulbash. Alright, go right ahead. You can't pass here. Only if you have the Cascade Badge. Oh, that is the Cascade Badge. Okay then, please, go right ahead. Oh je, die sieht komplett anders aus als im Originalen. You can pass here if you have the Thunder Badge. Order this the Thunder Badge. Okay, then please go right ahead. Kleine Surfstelle. You can pass here if you have the Rainbow Badge. Oh, that is the Rainbow Badge. Okay then, please go right ahead. Surfer. You can pass here if you have the Soul Badge. Oh, that is the Soul Badge. Okay then, please go right ahead. You can pass here if you have the Marsh Badge. Oh, that is the Marsh Badge. Okay, then please go right ahead. Ich komme mir vor wie so ein... wie so eine Playlist, die sich immer wieder wiederholt. Naja. Hier gibt's wilde Pokémon irgendwo. Oh, jeden Labyrinth. You can pass here if you have the Volcano Badge. Oh, that is the Volcano Badge. Okay, then please go right ahead. Oh, wir sind im falschen Ding gelaufen, im falschen Gang. Noch immer. Oh Mann, natürlich muss jetzt noch ein Labyrinth kommen, ist klar. Ach. So was Unnötiges. So was Unnötiges, ey. Wahrscheinlich ist es hier wieder eine Sackgasse. Ah, doch nicht. Aber gut gemacht eigentlich, ne? You can pass here if you have the Earth Badge. Oh, that is the Earth Badge. Okay, then please go right ahead there. Your journey ends here. Deine Reise endet hier. Oh, okay. Okay, das war's für dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ciao, bis zum nächsten Let's Play von mir. Nee, Spaß. Oh nee, die sieht genauso aus wie im Originalen. Ist ja super. Scheiß Siegestraße. Ich glaube, da werde ich wieder speeden, wie auch immer. Strange. Wobei, hier gibt's Trainer. Ich habe gar keinen Grund zu speeden. Oh Mann, jetzt kommt der ätzendste Teil. Die Siegestraße hasse ich am meisten.
Nach dem Felstunnel natürlich, aber den Felstunnel gab es hier in diesem Let's Play ja nicht. Hoffentlich sind die Pokémon hier nicht allzu stark. Gut, dass ich sie auf Level 70. Gut, dass ich sie auf Level 70 trainiert habe. Bevor ich hier in die Siegestraße gegangen bin. Naja. Egal, also bis jetzt auch kein Pokémon. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Geowatz. Ein wildes Geowatz sieht man auch nicht alle Tage und auf Level 72. Oh nee. Ich habe das Gefühl, ich muss bald nochmal trainieren. Das gibt's doch nicht. Na gut, Switch, Protect die an erster Stelle. Scheiße. Haben die Elite Four wahrscheinlich 80er Pokémon oder so, vielleicht sogar 90er. Oder vielleicht ist der Mario auch so krank und macht sie auf Level 100, ich weiß nicht. Ich bin hier ein Blindspieler. Oh je, oh je. Hoffentlich wird das jetzt nicht allzu hart. Und noch ein Geowatz. Tut mir leid, Geowatz, ich habe keinen Nerv gegen dich zu kämpfen. Ich will hier durch, ich muss meine Energie sparen für die Trainer hier. Oder vielleicht soll ich meine Energie erst darauf konzentrieren, da durchzukommen und die Trainer dann vielleicht später machen. Das wäre, glaube ich, das Klügste. Ja, ich glaube, das mache ich. Tschüss. So. Ich habe mir, wie gesagt, schon überlegt, ob ich Dragoan Himmelsfeger beibringen soll. Allerdings kann Dragoan kein Himmelsfeger. Das heißt, ich nehme hier das Sonderbonbon statt den Himmelsfeger. Die Frage ist, wo ist der Himmelsfeger? Ich glaube, man muss hier nach oben, glaube ich, oder? Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut, was Pokémon angeht. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es stimmt. So, hier ist wieder ein Trainer. Der hat im Originalen die drei Starter. Ach, Mario Mai. Ja, Mai. Warum bist du auf Level 70? Egal, komm. Was taucht hier jetzt auf? Mario Mai. Also wie gesagt, die Trainer mache ich dann im nächsten Part. Nachdem wir hier durch sind. Und dann werden wir im übernächsten Part die Liga herausfordern. Und das Let's Play beenden. Okay, so und dann so und dann so. Also ich habe kein Problem bei diesen Steinrätsel, die habe ich schon mindestens eine Million Mal gemacht. Aber wo ich zum ersten Mal gemacht habe, da hatte ich schon ein paar Probleme. Aber nicht allzu große Probleme. So. Hier gibt es auch Lavados. Genau da. Nein! Ich habe vergessen, dass da hier ein Trainer ganz fies versteckt ist. Hier waren sogar. Ich muss meine Energie, meine Pokémon. Ich muss die Energie meiner Pokémon sparen. Also lass mich hier durch. So viele Macho-Mais. Und jetzt müssen wir gegen eins kämpfen. Ja, Mai, das gibt's doch nicht. Pivai, komm. Nach diesem Marschern zu Brei. Oh ne, Geowurf. Ist genau ist das Schlimmste, was er hätte machen können. Die 70 KP ab. Na gut, dann eben Psychokinese und weg mit dir. It's very effective. Okay, was kommt jetzt? Kikli natürlich. Natürlich kommt dann auch wahrscheinlich ein Nocturne. Na gut, Level 70 habe ich kein Problem. Ich dachte, die Trainer haben hier schon 75er wie wir. Und dass die Liga dann Level 8 hat, aber vielleicht hat die Liga vielleicht auch nur 70er Pokémon. Naja, mal schauen. Jetzt kommt Nocturne. Ganz wie ich mir gedacht habe. Er hat die stärksten Kampf-Pokémon der Kanto-Region. Na gut, Quappo ist auch noch ein starkes Kampf-Pokémon. Das kann man auch noch dazu zählen. Aber die anderen sind eher schwach. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Oh nix. Oh nix. Das wird wohl nix. Oh nix, wie weg hier.
use Mega Kick, aber ich glaube, die werden wir einem Pokémon kaum beibringen noch. Könnten wir spaßeshalber Kickly beibringen. Aber ich glaube, die wird man verkaufen. Da machen wir wieder ein bisschen Item-Verwaltung hier vor der Liga, ist im nächsten Part vielleicht. Ne, im übernächsten. Aber dann Item-Verwaltung. Und dann erst im überübernächsten Part kommt die Liga. Aber ich glaube, da werde ich dafür zwei Teile machen, weil das Item-Verwaltung ist eher langweilig. Das kann man eher als Let's Play hinzuzählen. Vielleicht mache ich das auch offscreen, mal schauen. Und wir bahnen uns durch den Weg, durch die Siegestraße. Und bald sind wir in der Top 4 angelangt. Automachomais folgen hier auf. So, und Top-Genesung, Top-Trank. Oder ne, Top-Genesung, ich weiß auch nicht. Top-Trank, glaube ich. Top-Trank, ich bin für Top-Trank. So, das TM17, das müsste Überrolle sein. Und das müsste ein Geowatz sein. Aber ich finde es noch gut an dem Hack, dass die Pokémon hier so stark sind am Ende. Besser als im Originalen und dass man hier nicht so mühselig trainieren muss, bis auf zwischendurch. Aber das ist ja normal für ein Pokémon-Spiel, dass man hier trainieren muss. Da kann man nichts dagegen machen. So, jetzt muss man diesen Stein hier bewegen. Dieses Item werde ich mir nicht holen, das ist wahrscheinlich irgend so ein Müll. Na gut, jetzt holen wir uns im nächsten Part das ganze Item-Zeugs. Erstmal möchte ich in die Liga ankommen. So, ich spiele. Ciao, ciao. So, ich glaube, das spiele ich jetzt. Zack. Geowatz. Geowatzer. Okay, jetzt müssen wir diesen Stein hier reinbringen. So, jetzt nach unten. Und jetzt nach rechts. Und dann öffnet sich das Ding da. Holen wir uns schnell die TM-Explosion noch ab. Werden wir wahrscheinlich nicht verwenden, die werden wir verkaufen. Und hier ist ein Onyx. Onyx wie weg hier. Ah, ich finde den Spruch so geil. So, jetzt haben wir es gleich. Dauert nicht mehr lang, bald sind wir durch. Und dann werde ich den Part beenden. Dann war es hier heute ein kleiner Laufpart für zwischendurch. Ohne großes Kämpfe. Diese Pokémon nerven echt. Also wisst ihr was, ich spiele jetzt. Das ist glaube ich jetzt eher unnötig, wenn ich die Kämpfe hier jetzt nicht vorspule. Halt die Klappe, mach doch mal. Wie gesagt, halt die Klappe, Golbat. So, runter mit dir. Runter mit uns. Okay, wo ist Kickly? Hier ist Kickly. Und jetzt einfach, zack, Moment, zack, nein. So. Schnauze! Okay. Okay, jetzt hätten wir's. Wie oft habe ich jetzt okay gesagt? Naja. Holen wir schnell noch den Top-Genesung. So, jetzt sind wir da. Wenn man es episch machen und dann fällt man auf so eine Sackgasse rein.
die Pokémon Liga. So, was kaufst du denn? Ah ja. Okay, was kaufst du? Was kaufst du? 54. Das müsste Delegator sein. Cool, dann müssten andere Verkäufer vielleicht die TM Hyperstrahl verkaufen. Wahrscheinlich wieder für einen Mörderpreis für 10.000 oder so. Yep, das ist Delegator. Könnten wir vielleicht Simsala beibringen. Hm, wäre vielleicht eine coole Überlegung. Jedes Pokémon kann Delegator erlernen. Hm, ich schau mal, vielleicht ist PY eine gute Möglichkeit. Ah, ich bring's PY bei, genau, und vergesse stattdessen den Psy-Strahl. Wir haben ja Psychokinese. Okay. Gut, dann gehen wir im nächsten Part in die Siegestraße, um sie dort leer zu fegen und um die ganzen Trainer zu besiegen und nur noch ein bisschen zu leveln. Und dann werde ich meine Pokémon noch weiter trainieren, und zwar auf Level 80. Offscreen natürlich. Und dann werden wir im übernächsten Part die Items verwalten und dann im übernächsten Part die Liga herausfordern. Kann schon ganz gespannt drauf sein. Okay Leute. Dann bis zum nächsten Part mit der Siegestraße. Ciao.